Olumide Popola ist bei mir, Schriftstellerin, Künstlerin, Menschenrechtlerin, Wissenschaftlerin. Frau Popola, genauso vielfältig wie das, was ich gerade aufgezählt habe, war auch Ihr Leben. Sie sind in Deutschland aufgewachsen, waren aber auch längere Zeit in Nigeria. Sie haben in Amsterdam gelebt, Sie haben in Berlin gelebt, Sie sind jetzt in London. Viele Stationen. Warum gerade London? Warum sind Sie da hängen geblieben sozusagen? Mir hat da eigentlich die Multikulturalität am besten gefallen. Also ich mochte das einfach, wie Kulturen ein bisschen überschwappen und Leute einfach sich verstehen, ohne groß, so ein großes Problem daraus zu machen. Und das hat mir sehr gut gefallen, ja. Gab es das in Deutschland nicht so? Nein, nicht zu meiner Zeit. Also ich bin vor 15 Jahren weggegangen. Und natürlich gibt es das auch, aber London ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Es ist auch einfach eine Riesenstadt, ne? Es ist einfach viel los. Und kulturell bietet sich sehr, sehr, sehr viel. Ne? Mhm. Wann haben Sie eigentlich das erste Mal Ausgrenzung wegen Ihrer Hautfarbe? Ich unterstelle mal, dass das passiert ist. Wann haben Sie das erste Mal das bewusst erlebt? Gibt es da so ein Datum? Ich habe jetzt nichts im Kopf, aber ich bin mir sicher, erste Klasse, Kindergarten, also früh natürlich. Ne? Das gibt dann immer so ein, ich sage mal immer, weil ich nehme an, dass es bei anderen Leuten auch so ist, so diesen Einschnitt, wo man merkt, dass man doch vielleicht nicht wie alle anderen behandelt wird. Ne? Haben Sie da noch eine Szene im Kopf? Nee, jetzt fällt mir eigentlich gerade so gar nichts ein, aber als Bild habe ich so Kindergarten, erste Klasse, Zeit. Über dieses Fremdheits- oder Anderssein. Ja, oder dass Leute sich anders auf mich reagieren vielleicht. Ne? Weil ich habe mich natürlich normal gefühlt, Deutschland war meine Heimat. Ne? Da war ja jetzt nichts unnormal in dem Sinne. Ne? Aber dass man anders behandelt wird. Wir schauen uns, bevor wir weiterreden, noch mal an, was Sie bis jetzt gemacht haben und was vor allem jetzt natürlich als Schriftstellerin Ihr Schwerpunkt ist. Olumide Popola lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Aufgewachsen in Deutschland, teilweise auch in Nigeria, lebt sie heute in London. Sie selbst bezeichnet sich als Schriftstellerin, Feministin, Mutter und Dozentin. Sie schreibt Gedichte, Novellen und Romane, ist aber auch Wissenschaftlerin, lehrt kreatives Schreiben an der University of London. Bei Lesungen performt sie ihre Texte. Sprache dekonstruiert sie und spielt mit Dialekten. Jetzt ist ihr neues Buch When We Speak of Nothing erschienen. Über die Identitätssuche zweier junger Schwarzer in London. Aber das Schreiben ist nicht alles für sie. Olumide Popola sagt, für mich ist es ein guter Tag, wenn ich viel Spaß mit meiner Tochter hatte und mich mit anderen Menschen verbunden gefühlt habe. Ja, wir haben Ihre Tochter, Sie haben sie mitgebracht in den Sender, aber für die Sendung hier wäre sie zu unruhig gewesen, deswegen ist sie draußen gut versorgt. 13 Monate ist sie jetzt, glaube ich, alt. Wie sehr hat sie ihr Leben verändert? Total, ne? Das kennen Sie wahrscheinlich selber, wenn Sie Kinder haben. Ich bin mal gespannt, wie ich jetzt den neuen Roman schreiben werde. Sagen wir mal so, also ich genieße das, der ganze Tag dreht sich um sie rum und ich kriege eigentlich sehr viel noch hin. Aber der Roman, den When We Speak of Nothing, war schon geschrieben. Ich musste da nur noch editen sozusagen. Ne? Jetzt den ganz neu zu schreiben, das ist, bin ich mal gespannt, wie sich das verändert. Ne? Also so ganz hundertprozentig kann ich es noch nicht sagen, wie sich jetzt mein schriftstellerisches Leben verändert hat. Ne? Haben Sie Ihre Tochter eigentlich immer mit dabei, auch wenn Sie reisen? Wenn ich reise, ja, weil sie noch nicht alleine bleibt, darum nehme ich sie dann mit. Die kommt nicht immer abends mit, wenn sie jetzt geschlafen hätte, wäre sie ja auch nicht mitgekommen. Aber die ist ja hier gut aufgehoben. Sie ist ein wirklich süßes Kind. Ist die Angst trotzdem mit dabei, dass irgendwann sie auch diese Ausgrenzungserfahrung machen wird? Ja, auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle, ja. Kann man den Menschen darauf vorbereiten? Ich glaube, man kann nur ehrlich damit umgehen. Wenn dann Sachen passieren, das ehrlich erklären und nicht versuchen, das wegzureden oder so zu tun, als ob es nicht wäre. Ne? Wie entsteht bei Ihnen eigentlich, kommen wir zum Schreiben, eine Geschichte? Ist das so dieser zündende Blitz? Nee, ich glaube, bei mir ist das in Schichten, Layers. Ne? Auf Englisch sagt man Layers, ganz langsam. Also der Roman fing an, ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet und ich war einfach interessiert, wie die jungen Männer miteinander umgegangen sind. Und dann ganz langsam kamen verschiedene Schichten dazu. Dann zum Beispiel waren dann die London Riots und dann habe ich das mit aufgenommen. So. Also das passiert bei mir eher langsamer. Ja, so. Wir haben das Buch hier, Ihr neuesten, ganz frisch, im Juli, gerade erst rausgekommen. Da kann man es in der Kamera sehen. Es ist ja Ihr erster Roman. Sind Sie stolz? Ja, total. Ja. Natürlich. Ist das was anderes, so ein langes Stück zu schreiben, als Kurzgeschichten, Lyrik, was Sie bis jetzt gemacht haben? Ja, doch.
Ja, ich hatte die Novelle schon This is not about sadness geschrieben und ich dachte, dass es ähnlich ist, aber es ist schon anders, weil man viel mehr Geschichten, Untergeschichten haben muss, die verwoben sind. Ja. Sie strahlen auch, wenn Sie das Buch anschauen. Ich sitze hier so mit dem Buch für die Kamera in der Hand. Sie gucken das Buch an und strahlen wirklich. Super, ja. Cover ist, darum. Ja. Sie sind ja auch wirklich fast hymnisch gelobt worden. Selbst die Financial Times, nicht gerade eine Zeitung, die für überschäumende Emotionen, zumindest ja, in meinem Verständnis, da ist, hat sehr begeistert von Ihnen geschrieben. Worum geht es genau so in Kürze in dem Buch? Es geht eigentlich um die Freundschaft zwischen zwei jungen Männern, Jugendlichen. Und ja, darum geht es. Und es ist... Was noch passiert ist, dass die London Riots passieren und der eine Hauptdarsteller geht nach Nigeria zu dem Niger Delta und sieht, das ist jetzt genau, wie ich das meinte, dass mir dann die deutschen Worte da nicht einfallen und ist dann im Niger Delta und guckt sich dann die Umweltverschmutzung da, genau, und ist da mit Aktivisten unterwegs. Und das ist dann so eine Parallelgeschichte, ne? Und die Freundschaft muss das sozusagen überleben, ne? Die haben, ist da ein Teil Ihrer Lebensgeschichte drin? Er geht ja zurück, um seinen Vater zu suchen. Haben Sie das auch persönlich erlebt? Nee, ich kannte meinen Vater immer. Nee, das eigentlich nicht. Ich kannte meinen Vater immer. Ich habe auch 5 Jahre in Nigeria gelebt, als Kind schon. Nee, das an sich nicht. Es ist eher diese Beobachtung, das spielt zwei Straßen weiter von dem Jugendzentrum, wo ich gearbeitet habe. Okay. Es ist eher so eine, ja, was ich um mich herum gesehen habe. Ne? Was mich in dem Buch berührt hat, Sie haben mal gesagt, es soll ein Platz sein, wo schwarze junge Männer zärtlich miteinander sein können, wo sie liebevoll miteinander sein können, jenseits von Sexualität. Warum ist Ihnen dieses Thema, Moonlight, der Oscar-Film hat das ja auch thematisiert, warum ist Ihnen als Frau das Thema so wichtig? Ich habe einfach als Feministin gedacht, ich möchte mich auch mit Männern auseinandersetzen und gerade schwarze junge Männer. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in England haben die einen sehr schlechten Ruf, weil Jugendliche sowieso in England einen sehr schlechten Ruf haben. Und ich habe einfach diese Zärtlichkeit gesehen und ich wollte mich damit beschäftigen und da rein imaginieren und damit rauszufinden, was ist das eigentlich, ne? Wie eng sind die oder wie intim sind die miteinander intim? Ja. Sie schreiben in Englisch bis jetzt, sind ja in Deutschland aufgewachsen. Sie sprechen völlig fließend, akzentfrei Deutsch. Warum nicht in Deutsch schreiben? Weil mein Lebensinhalt in Englisch ist. Ne? Ich habe auch studiert in Englisch nur. Und ich glaube, daran hängt das einfach. Wenn ich jetzt nach Deutschland zurückkommen würde, würde ich wahrscheinlich auch anfangen, in Deutsch zu schreiben. Sie haben einen Doktor in kreativem Schreiben. Mhm. Warum war Ihnen diese Wissenschaftskarriere wichtig? Mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich habe den Masters gemacht und mir hat das Theoretische sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch das Interwoven, also das Zusammenhang von Theorie und Praxis, also das Schreiben und die Theorie, das hat mir Spaß gemacht. Und auch zum Unterrichten ist es ganz gut, wenn man einen Doktor hat. Ne? Das stimmt. Ja. Sie schreiben von Selbstfindung gegen Widerstände, von Regeln brechen, von Unterdrucksein. Sie schreiben aber auch viel von Heilung und von Liebe, die dazu notwendig ist. Wir kommen jetzt zu unseren drei Geständnissen, die wir unserem Studiogast, unserem Gast des Tages immer noch abluchsen wollen, sozusagen. Gibt es noch eine Wunde bei Ihnen, die heilen müsste? Ich habe schon viele Wunden aus Deutschland auch noch. Mhm. Aber ich denke mal, dass die vielleicht auch ein bisschen heilen werden. In der nächsten Zeit habe ich viele Projekte hier, zum Beispiel mit Intercontinental. Das ist eine neue deutsche Agentur, die deutsch-afrikanische Projekte macht. Und das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig, dann einfach hier auch mal wieder zu arbeiten und auch in meinem Bereich in Literatur zu arbeiten. Wir machen zusammen ein Literaturfestival im nächsten Jahr in Berlin. Genau. Sie wirken, wenn Sie auch so erzählen, sehr ruhig und gelassen. Gibt es was, was Sie richtig zum Ausrasten bringen kann? Eigentlich total viel. Erzählen Sie mal, was zum Beispiel? Ich bin schon ein bisschen so ruhig, aber ich kann schon richtig ausflippen. Ungerechtigkeit, also die großen Sachen, ne? Ungerechtigkeit, aber auch im Kleinen, ne? Nicht nur die große Ungerechtigkeit, das bringt mich wirklich zur Weißglut her. Kurzes letztes Geständnis zum Schluss. Träumen Sie gelegentlich vom Nobelpreis? Nein, nie. Nee. Preis wäre schön, aber Nobelpreis, nee, das ist mir noch nie. Sie haben auch schon ein paar Preise bekommen, ne? Nee, ich habe eigentlich keine Preise. Doch, einen Preis. Maya-Jim-Preis habe ich gewonnen, genau. Ja, ja. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass weitere Preise, groß oder kleine, folgen. Freue mich sehr, dass Sie da gewesen sind, Olumide Popole. Ja, danke.